Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic, die Welt der Verurteilten. Wir sind auf dem Weg zur neuen Mine. Ja, und auf dem Weg dorthin sehen wir wunderbares Frischfleisch. Ich würde sagen, da lassen wir uns nicht lumpen und werden gleich ein paar Vögelchen plätten. Ja, kommen Sie, nur keine Scheu. Egal wie schnell man kann, es werden einfach nicht weniger. Lästige Viecher! Ja. Macht nichts, die machen wir kaputt. Schau, wie gut das geht mit unserem Morgensternchen. So, und next one. Bitte kommen Sie. Wir werden angefeuert, das ist ja super. Naja, kommen Sie. Zack, zack. Oh, hoppala, da kommt noch einer. Huch, zack. Kein Problem. So, alles gelootet, sehr schön. Ich blute sehr stark. Ich blute sehr stark. Dann sollte ich mal was essen, dann hört das sofort auf. Und trinken, ein Schluck Wasser, jawohl. Sehr gut. So, die Trollkirsche. Das habe ich mir nämlich gedacht, weil die muss giftig sein. Trollkirschen sind giftig und die gibt uns minus 20 Lebenspunkte. Das ist nicht schön. Ob man jetzt Gifte vielleicht auch schon basteln kann? Also bei Alchemie? Sie quasi auf die Klinge tun kann? Boah, das wär cool. Nom nom nom. Und unser Fleischschwanzen-Ragout. Das schnabulieren wir auch gleich. So ist gut. Und dann gucken wir weiter. Mit gezückter Waffe schauen wir uns um. Das sind Scavenger, die schauen so dumm. Die machen wir platt und das zack, zack. Ja, so machen wir das. Mit Speichern. Guten Tag. Ja, die sterben hier garantiert aus. Bei mir schon. Zack, zack. Die sterben garantiert aus. Das kann ich gar nicht abstreiten. So, der nächste. Ja, das tun sie tatsächlich. Also bei mir hier auf Gothic auf jeden Fall. Die sterben garantiert aus. Zack und zack. Der nächste. Zack und zack. Sehr gut. Das läuft gut. Schön her mit dem Fleisch. Was mir auffällt, noch eine Tollkirsche. Was mir auffällt, sie geben nur ein Stück Fleisch. War das beim Original nicht so, dass die zwei gaben? Aber die sind auch wesentlich, mir kommt vor, die sind kleiner, oder? Als damals. Vielleicht täuscht es mich auch. Einmal Heilkräuter. Valais. Na, ich will da ein altes Schwert nehmen und Weintrauben. Nom, nom, nom. Da wollte wohl hier jemand ein Picknick machen. Aber das gehört jetzt uns. Na, na, na. Na, 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 na. Na, 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 na. So. Sehr gut, sehr gut. Da haben wir noch ein paar Pilze für uns. Die nehmen wir natürlich auch mit. Schwammerl, Sklavenbrot, Valais. So, schön fein. Nom, nom, nom. Dann gucken wir mal. Ui, more rats. Da freut sich unser Fleischbeutel. Ja. Bitte kommen Sie. Lassen Sie sich vermöbeln. Tut doch nur einmal weh. Na gut, vielleicht zweimal. Der ist mal hin. Und die Morret. Au. Ist auch hin. So, einmal. Zweimal. Gibt es hier noch was zu lootchen für uns? Enger Kraut? Nein.
Kein Kraut. Da ist ein Gebüsch. Das bringt sie aber nichts. Okay. Da drüben ist noch was. Und zwar ein Orkblatt. Und eine Seraphis. Da oben können wir auch schauen. Das schaut nämlich sehr verdächtig aus. Wahrscheinlich ist da oben jetzt ein Höllenhund oder so irgendwas. Und bringt uns um. Ein Goblin kann ich mir vorstellen. Na, na. Bitte festhalten. Bitte klettern Sie hinauf. Seien Sie nicht zimperlich. Oder es ist hier mal gar nichts. Oh, Sämling. Blutbuchensamen. Nachtschattengewächs. Eine Waldbeere. Da drüben ist noch ein bisschen was. Eine Seraphis. Noch eine. Und ein Flammendorn. Super. Geht's hier noch weiter rauf? Ich glaube aber nicht, ne? Na. Sehr, sehr gut. Unser Beutelchen freut sich. So. Das werden wir auch speichern, weil wir wissen, ein Abstieg kann mitunter tödlich sein. Vor allem, wenn es mich wieder so wegschnäpft wie vorhin. Wow. Sehr gut. Wir leben noch. Ich glaube, ich esse mal eine Kleinigkeit. Nom, nom, nom. Nochmal. Sehr gut. Na, 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 na. Hier ist ein Mole Rat. Hier ist ein Mole Rat. Hier ist ein Mole Rat. Und das ist gleich kaputt. Dankeschön. Dankeschön. Wir werden hier auch versuchen, die Häuser auszurauben. Also die Hütten. Nach Möglichkeit. Zack, brak. Zack. Nochmal. Jetzt auch. Wup, 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 wup. Stufe gestiegen. Super. Jetzt können wir Akrobatik lernen. Das ist mir ein Bedürfnis. Dann werden wir nämlich höhere Überlebenschancen haben. Wenn wir wo abfallen, abstürzen. Und wir können uns gleichzeitig schneller fortbewegen. Oh, ein Wölfchen. Geld für uns. Bitte laufen Sie einfach in meinen Morgenstern und wehren Sie sich nicht. Zack, zack. Das haben Sie gut gemacht. Vorbildlich. So. Höllenpilz und noch einer. Und dann haben wir eine Seraphis. Bitte aufheben. Danke. Da vorne ist ein kleines, aber feines Maulrattel. Jo, kommen Sie. Auch für Sie. Bitte einfach in den Morgenstern laufen. Dankeschön. Ich bin Ihnen sehr verbunden. Ja, ja. War da hinten jetzt irgendwas? Nein, mit Akrobatik, ne? Können wir uns quasi nach vorhechten und dann bist echt viel schneller unterwegs. Das wird uns jetzt dann sehr große Dienste erweisen. Moment, ich muss kurz speichern. Da oben ist jemand Verdächtiges. Es sieht aus wie ein Jäger. Aber wir wissen ja, das könnte auch unser Tod sein. Guten Tag, wer sind denn Sie? Gestart. Aha. Dachte ich schon kurz, okay, wir haben vielleicht... ein Dunkelkraut. Wir haben vielleicht jemand Besonderes gefunden. Bevor ich den anquatsche, möchte ich ihn noch natürlich sehr gerne ausrauben. Verdammt. Nochmal. Ich muss Dietriche sparen. Also ich möchte ihn sehr gerne ausrauben. Ich tue nichts. Jetzt setzt er sich da. Ich habe dich gewarnt. Okay. Wer an meine Sachen geht. Ja, Entschuldigung. Ach, das habe ich jetzt selber vermasselt. Ich hätte den Dietrich nicht abbrechen sollen. Wer sind denn Sie? Ich gehe mal kurz ein Stück weg. Oh, da ist noch eine Seraphis. Kann ich, wenn ich mich jetzt schon ranschleiche, kriegt er das mit?
probiere es jetzt mal. Das hat schon mal geklappt. Dann bespeichere ich das gleich mal, weil es ein Schattenläuferfell. Das bringt 50 Erz. Ich habe dich gewarnt. Ja, okay, das geht. Wer an meine Sachen geht, kriegt Ärger. Ja, Entschuldigung, aber ich habe dir wenigstens das Fell abknöpfen können, da bin ich schon zufrieden. So, wer sind denn Sie, bitte? Hey, du. Was machst du hier? Ich bin Jäger. Ich ziehe in der Kolonie herum und jage. Wer hätte das gedacht? Kannst du mir was beibringen? Schon, aber das wird dich ein bisschen was kosten. Interessante Rüstung, wie die du da trägst. Ja, nicht? Da hat mir ein Typ namens Wolf gemacht. Oh. Hab ihm die entsprechenden Materialien gebracht und am nächsten Tag war das Ding fertig. Ja, super. Ich glaube, ich hätte das Wolfsfell nicht verkaufen sollen. Danke für die Info. Da werden wir später mit Wolf nochmal sprechen, ne? Vielleicht ist er ja so nett und würde uns die basteln. Ich hätte vielleicht die Felle nicht verkaufen sollen. Vielleicht brauche ich noch ein zweites Schattenläuferfell, dann werde ich noch weinen müssen. Weil das zurückzukaufen wäre Schwachsinn. Ui, da liegen Äpfel herum. Sehr gut. Und da haben wir auch schon die neue Mine gefunden. Aber zuerst machen wir da hinten die Scavenger-Blatt. Nach Möglichkeit, einer nach dem anderen. So. Ein paar Minütchen haben wir noch. Guten Tag. Ich hoffe, dass der jetzt nicht herkommt. Gebirgs-Scavenger. Aha, der kann. Bitte, haut den weg. So. Dreh dich. Sehr gut. Gebirgs-Scavenger. Es gibt neue Viecher. Die haben zwei. Die haben zwei. Okay. Zwei Keulen für uns. Und die sind jetzt auch etwas größer, oder? Täuscht mich das? Na, das täuscht mich. Zack. Nice. Cool. Ui. Da sind schon Razor. Upa. Da sollte ich jetzt nicht hin. Die sind eine Nummer zu groß für uns. Da sind Schnapper noch angenehmer zu besiegen als wie diese Viecher da. Nicht gut. Gar nicht gut. Da hauen wir jetzt ab. Das sind Razor. Da gehen wir weg. Ich glaube, die hießen so. Bergmoos. Das ist Vermoos. Wir fanden Bergmoos. So. Ja, die lassen wir. Die lassen wir. Dafür gehen wir. Ja, dafür gehen wir zurück ein Stück und gehen ordnungsgemäß ins neue Lager rein. Und nach Möglichkeit werden wir plündern und Diebstahl begehen und ja. So gut es geht, alles mitnehmen, was wir kriegen können, weil wir brauchen Erze ohne Ende. Ja. Guten Tag. Darf ich hier bitte durch? Ah, Besuch. Ja. Mach uns keinen Ärger, sonst bekommst du welche. Niemals. Ich raub euch nur aus. Will mich hier nur mal umsehen. Ja. Ich will mich hier nur mal umsehen. Bitte. Dann pass auf, dass du niemanden auf die Füße trittst. Wir sind gerade alle im Arbeiten, wird schwer werden, aber ich gebe mir Mühe. Natürlich. So, da haben wir schon unsere erste Opferhütte. Wir sind amtliche Erzeintreiber. Ja, das will ich nur mal gesagt haben. Und unsere Aufgabe ist es, die Hütten nach Erz abzusuchen. Ja, das ist amtlich geprüft, bestätigt, ja. Also, und wenn wir was finden, dürfen wir das vorläufig behalten. Ja, genau. Verdammt, schon bricht der Dietrich. Ja, warte, ich probiere kurz. Okay. Zweimal rechts und zweimal links. Nochmal laden. Das wird jetzt öfters so gehen. Also,
Laden, speichern, speichern, laden. Ja, es dauert jetzt ein bisschen, ne? Hey du! Nichts passiert. Nichts passiert. Gehen Sie. Wow. Damit habe ich nicht gerechnet, dass wir beim Laden nicht mehr im Schleichmodus sind. Aber dafür gibt es eine Weintraube und einen Schmiedehammer. So. Hm? Aufregung? Nein, nichts. Gut. Alles gut. Alles gut. Wer sind denn Sie? Ein Söldner. Guten Abend. Guten Tag, meine ich. Sie stehen verkehrt. So kann ich nicht ausrauben, wenn Sie so stehen. Da sehen Sie mich doch. Der hat gleich zwei? Okay, das muss ein reicher Typ sein. Dann werden wir das mal speichern. Und unser Glück probieren. Ah, das geht so auf. Okay, brauche ich gar nichts tun. Die ist leer. Lol. Eine Fake-Truhe. Ich glaube, ich träume. Und hier? Ah, ich probiere es nochmal. Okay. Okay, dreimal rechts. Für eine Weintraube, ey. Okay, viel haben sie tatsächlich nicht, aber wurscht, wir nehmen trotzdem alles mit. So. Nochmal bitte. So, eine köstliche Weintraube. Wir sind schon Unmenschen, ne? Also so richtig auszahlen tut sich das jetzt nicht. Ein Bandit. Wer bist denn du? Sweeney. Sweepy. Sweepy? Sweeney. Sweeney, glaube ich, ne? Sweeney, hallo. Wer bist denn du? Wer bist du? Ich bin der beste Bergbauer, den diese verdammte Kolonie jemals gesehen hat, mein Junge. Ich passe auf, dass nicht die Hälfte unserer Jungs von Steinen erschlagen werden, weil sie zu dumm sind, an der richtigen Stelle zu schürfen. Aha. Das ist ja sehr löblich von dir. Ich will bei euch als Schürfer mitmachen. Ich will bei euch als Schürfer mitmachen. So? Denk bloß nicht, du kannst hier viel erwarten. Jeden Tag gibt's 3 Portionen Reis und für den Rest musst du selber sorgen. Du weißt, warum wir das hier machen? Wir machen die Arbeit, damit alle hier eines Tages wieder rausspazieren können. Das heißt, alles Erz wird abgegeben und kommt auf den großen Haufen. Und einmal im Monat kriegt jeder, der hier hart gearbeitet hat, 50 Brocken Erz zum Versaufen. Das waren auch schon die wichtigsten Sachen, die du wissen musst. Kennst du dich wenigstens mit der Arbeit aus? Ich glaub schon. Ja. Gut, dann weißt du ja, worauf du zu achten hast. Hier ist Schutzkleidung. Eine Spitzhacke musst du dir suchen. Viel Spaß! Hier sind deine ersten 3 Portionen Reis. Teil sie dir gut ein. Danke. Wie viel Erz habt ihr schon gesammelt? Wie viel Erz habt ihr schon gesammelt? Die Magier sagen, viel brauchen wir nicht mehr. Geh ins neue Lager und sieh dir den Haufen an. Na, gute Nacht. Wir haben eine neue Kleidung bekommen. Das muss ich mir gerade mal anschauen. Schürferklamotten. Ah, okay. Gibt's echt einen Unterschied? Das ist perfekt. Jetzt können wir normalerweise auch in die Taverne gehen, wenn wir diese Schürferklamotten haben. Unser Drum hier oben ist zwar ein bisschen stabiler, also stärker. Aber hier für dieses Lager behalte ich jetzt absichtlich die Schürferklamotten an. Weil wir können dann hoffentlich auch in die Taverne gehen. So, ist hier irgendwas drin? Ich schau nur ganz kurz. Ein Bettchen und sonst nichts. Okay. Ich war hey, da nicht du? Drin. Was hast du da drin getrieben? Ich habe mich verlaufen. Ein Schürfer, ein Söldner, noch mehr Schürfer. Ich suche immer jemanden mit Namen, ne? Oh, das ist echt cool. Du bist auch nicht der. Du hast auch keinen Namen. Der, das schaut nach was Wichtigem aus. Okil. Hallo. Wer bist denn du? Ich sehe mich hier nur mal um. Ich sehe mich hier nur mal um. Dann pass bloß auf, dass du hier im Kessel keinen Mist baust. Sonst bist du schneller im Grab, als dir lieb ist. Na, das ist noch zu früh. Wer bist denn du überhaupt? Wer bist du? Ich bin Okil.
Ich hab das Kommando über den Kessel. Du bist der Onkel, okay. Freut mich, servus Onkel. Ich wollte nur mal in die Mine. Ach so, du wolltest nur mal kurz in die Mine. Ich glaube, du weißt nicht, wie das hier läuft. Keiner kommt in die Mine ohne meine Erlaubnis. Schreib dir das hinter die Ohren. Wer ohne meine Erlaubnis die Mine oder das Torhaus betritt, ist ein toter Mann. Okay. Kriege ich deine Erlaubnis? Ich kenne dich nicht einmal. Wieso sollte ich dir erlauben, in die Mine zu gehen? Jetzt verschwinde. Ich habe zu tun. Ich wollte es mal probieren. Hey, du. Ja? Du gehörst nicht zu meinen Jungs. Was machst du hier? Strawanzen. Komm ich hier irgend... Kann ich ihr bei irgendwas helfen? Wüsst nicht, wobei einer wie du hier helfen könnte, sollte. Obwohl du könntest schon was tun. Unsere letzte Schmied hat sich von den Crawlern in der Mine fressen lassen. Jetzt steht unsere Schmiede schon seit einiger Zeit leer. Soweit ich weiß, hatten wir mal einen Schmied im neuen Lager. Allerdings weiß ich seinen Namen nicht mehr. Vielleicht ist er auch schon tot. Keine Ahnung. Zieh dich mal um. Wenn du jemanden findest, schick ihn zu uns in den Kessel. Ich glaube, der ist am Reisfeld. Da ist so jemand. So. Ich gehe noch ein Stückchen weiter runter. Werde aber natürlich zuerst speichern. Sicher ist sicher. So, warte, noch kurz. Ah, und der Part wäre auch zu Ende. Gut, dann mache ich das im nächsten Part. Ich glaube, da ist ein gewisser jemand, der uns nicht stärker machen möchte, der aber vielleicht wieder Interesse hätte, Schmiedearbeit zu tun. Na gut, ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!